Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. Ja, ich komme mal wieder zum Aufnehmen. Und ich habe wieder so lange nicht gespielt, dass ich nicht weiß, wo wir waren. Ich weiß bloß, dass Lucy mittlerweile Teenager geworden ist. Und sehr dünn ist. Elena ist zur Schule, okay. Es ist anscheinend Zeit. Ah ja, genau, wir hatten ein neues Baby. Das Baby? So. Ihr macht sich leer. Und ich habe mir so. Okay, ich habe mir so gedacht, dass wir Laura tatsächlich ausziehen lassen. Denn es wird immer schwieriger, je mehr Sims es werden, desto schwieriger wird es, auf alle aufzupassen. Deswegen lasse ich sie dann für die nächste Folge einmal komplett ausziehen. Oh, Serpa! Dann haben wir hier noch wieder ein bisschen mehr Platz. Und ich habe die Zimmer ein bisschen umdekoriert. Ich habe jetzt nichts, sondern ich habe jetzt eigentlich gar nichts neu gekauft, außer den Teppich hier. Weil mir gefiel das Zimmer hier vor allem überhaupt nicht. Dann habe ich es ein bisschen vergrößert, zumindest die Wand hier. Und dann einfach. Ja, einfach dann so eingerichtet, dass es zweckmäßig ist. Nicht schön, aber zweckmäßig. Und ein kleines bisschen schöner, zumindest. So, ich sehe gerade, Pia stinkt. Laura ist gerade, sie ist nicht so okay. Kannst du gerne einmal baden? Sie hat auch ausgeschlafen. Das ist sehr gut. Danach gibt es dann einmal ein Essen. So, ich bin tatsächlich ein kleines bisschen drauf. Muss ich ehrlich gestehen. Mit aufnehmen. Weil es gerade etwas kompliziert ist. So. Ich freue mich schon so, wenn wir das neue Haus haben. Das ist schön große. Es ist immer. Okay, schmutzige Windel wechseln und mit Flasche füttern. Das kannst du gerne einmal machen. Sehr schön. Wenn die Wand, ach da. Oh, ein bisschen Geld haben wir auch wieder reinbekommen, das ist sehr gut. Obwohl es jetzt nicht so viel Auswirkungen hat. Kleinkind überprüfen. Was macht William? Freundschaftsdienst. Freund von Lucy hat nicht für die Klassenarbeit, ach so. Soll sie ihrem Freund helfen oder Prüfung ohne Erteilung? Verschlechterung, sehr schön. Kannst William gerne einmal Essen geben an William? Zwar bekommt er Kekse. Bitte nicht. Hier gerne einmal Pie. Zwar, sie bekommt Level 3 der Bewegungsfähigkeit. Er kann jetzt schneller gehen. Sehr schön. Das freut mich doch, William. Und warum guckst du? Oh, Ben Kira. Sie sind alle echt egoistisch, die Kinder. Das gibt's ja gar nicht. So. Ich glaube, wir können die allerdings auch Eltern lassen. Über 22 Tage noch. Ich glaube, so lange können wir nicht aushalten, denn wenn
Lisa größer wird, muss sie ja in das Zimmer hier. Es geht nicht. So, wie geht's ihm? Ah, er muss dann aufs. Warum? Absetzen. Muss da rein. Hier, was tust du? Schwesterkind. Und auch sie ist traurig. Ach, sie hat's. Okay, nee, dann musst du das nicht machen. Aber du kannst selbst mal auf. Dann kannst du auch etwas. Oh, nee. Was ist drin? Hast du es kaputt? Tortillas mit Soße zubereiten? Ja, das kannst du gerne machen. Aua. Gestoßen. Orphanaya! Kannst du währenddessen einmal den Reparaturservice anrufen? Obwohl, nein, das macht dann Mia. Das macht's. Warum klappt das nicht? Oh, Kangaroo. Tja, das ist. So, dann haben wir noch was Neues für den für unseren tollen Müllschlucker hier. Plus 80, Wahnsinn. Oh, Mia kann wieder kochen. Passt. So, wie läuft das hier jetzt? Spulmann. Er gerade. Ich. Wahrscheinlich. Er hat gepupst. Er hat gepupst. Nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Wie das machen? Kinderbetreuung? Ein Kind überprüfen? Kann ich ihn? Kann das überhaupt ihn irgendwie belehren? Unerprobt. Genies brauchen mehr Reize. Ein weinendes Kleinkind. Kannst du ihr noch irgendetwas? Überprüf sie mal. Kann ich sie nicht irgendwie. Kann ich nicht mit ihr spielen? Aha. Oder reden oder irgendwas? Ah, halt, da war gerade was. Halt! Verdammt, jetzt ist es wieder weg. Brust bitten. Lass das mal bitte alles sein. Oh, Mann. Es nervt einfach nur. So, reparieren. Dann reparierst du das bitte mal mir? Zahlen beibringen.
Ja, jetzt endlich. Doch. So. Girl Pando? Samso. Jenko. Sani ist 2. Da ist 4. Jetzt war es plötzlich 7. Was? Das ist 7. Okay. Gut. Ich kann kein Simisch. So, was machst du? Du liest. Warum liest du? Kannst du etwas Gespräche beibringen? Doch hinter die Klassenkamerade Janet zu sich einladen. Kann sie gerne machen. So, Lucy ne. Oh. Okay. Okay. Ist es Ben? Es ist Ben. Gut. Ja, du kannst gerne erstmal an den Rechner gehen. Was hat sie für Probleme? Ärgerlicher Schultag, schmutzig. Janet macht sich an Ben ran. Das kann so. Okay, du kannst erstmal eine Dampfmütze. Alex, wie geht's dir? Du hast Hunger. Dann kannst du gerne eine schnelle Mahlzeit essen und zwei Joghurt. Töpfchen. Ach komm. So, schmutzige Windel wechseln. Dir das gerade. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienkind. So, wie geht's ihr? Ihr geht's eigentlich recht gut. Dann kannst du gerne einmal etwas zu Abendessen servieren. Und zwar Tofu-Tacos. Probier's mal. Ob es klappt. Was ist hier jetzt? Finn ist toll, wenn unsere Gruppe Fitness-Freaks beitreten. Was sagst du dazu? Nein, danke. Das machen wir noch. Auch unbedingt Spaß. Du kannst gerne erstmal auf Toilette gehen. Dann ein. Was tust du? Nein, du wartest jetzt bitte, bis deine Schwester fertig gekocht hat. Das ist unmöglich. Du kannst in der Zeit gerne mal ein Spiel spielen. Das können wir ziehen. Oh, ich hoffe, es klappt. Und? Nochmal, sehr gut. Oh, perfekt. Du kannst nach deiner Dusche dann etwas nehmen. Okay. Willst du dann auch was nehmen? Alex hat jetzt schon was. Okay. Gut. Oh, sie. Sie muss ins Bett. Das Nickerchen. Na gut, Nickerchen. Jeez. Jetzt ein bisschen Spaß. Das muss reichen. Jetzt mal essen. Und danach kann sie gerne einmal machen. Alex, wie geht's dir?
Sehr gut. Okay, dann kannst du auch gerne ein bisschen weiterkommen. Ja? Was macht sie? Ich habe Laura mal gekauft. Und das habe ich auch noch gemacht. Da das große Bett hier auch nicht mehr reingepasst hat, da ich den Schrank hier gerne einmal behalten wollte. Und deswegen hat sie ein Einzelbett wieder bekommen und allerdings dann halt etwas teurer. Dass sie etwas Besonderes ist. Nein. So. Okay. Sie hat dann auch langsam Hunger, dann, das heißt, du kannst was nehmen. Affen muss noch ein bisschen warten. So, sie muss auf Toilette, das kann sie auch einmal machen und dann kann sie das gerne auffischen. Dann. Alex, bist du... Nein, er ist noch nicht fertig. Gut. Oh, yeah.